Ich bin hier in Paris für die Vorstellung der 17 Global Goals. Es ist ein Projekt, was weltweit ganz wichtig ist. Und dafür setze ich mich gerne ein, dass ich meinen Teil dazu beitrage, mit meiner Kunst indirekt die Welt zu verbessern. UNESCO was created in 45 to build peace in the minds of men and women through education, science, culture and communication. Ich denke, wir haben heute ein unglaubliches Ziel erreicht, was wir seit 2 Jahren verfolgen, dass wir hier die SDGs, die 17 Ziele der Weltgemeinschaft, der UN hier ausstellen. Und diese Ziele, was wir bis 2030 erfüllen sollen, hat Leon in Kunst umgesetzt. Jedes Goal hat natürlich andere Ziele. Es geht über Umwelt, es geht über Gleichstellung der Geschlechter. Ziel Nummer 4 wurde der UNESCO anvertraut. Es geht um qualitativ hochwertige Bildung, um lebenslanges Lernen für alle. Und ist das Ziel, ohne welches kein anderes erreicht werden kann. Die Bilder werden eine Sache meines Erachtens schaffen. Sie werden schaffen, dass die Art for Global Goals Themen, dass sie sichtbarer werden. Es gibt Themen, die sind vorgegeben, die sind beschriftet. Aber der Inhalt als solches kommt jetzt durch die Kunst. He really felt engaged and he is demonstrating through his painting that he is committed in building a future in building and reflecting about the Sustainable Development Goals. And we are extremely pleased, let's say, to get him in this house and to welcome in this international environment.